Der Linking Job. Der Linking Job verbindet die An- und Abfahrpunkte zweier oder mehrerer Jobs mit dem gleichen Werkzeug. In diesem Beispiel möchte ich diese Tasche möglichst optimiert schruppen. Hierfür nutze ich einen Torusfräser Durchmesser 12. Mit einem 5 ax helikalen Bohren erstelle ich mir eine Startbohrung. Die Tasche wird mit 3D-Schruppen auf beliebigem Rohteil aufgeweitet und in zwei Schritten mit 3D-Ebenen schlichten vorgefräst. Zum Schluss fräsen wir noch eine Faser an die Tasche. Wenn ich die Programme so postprozessieren würde, fährt die Maschine zwischen diesen fünf Zyklen auf die Sicherheitsposition, positioniert sich neu, und würde erneut anfahren. Die Zeit in der Luft ist verschenkt. Mit dem Linking Job lassen sich die einzelnen Jobs verbinden. Ich kann die Jobs direkt in einen Linking Job einfügen oder einen neuen Linking Job erzeugen und dann die Jobs mit gedrückter Shift-Taste hinzufügen. Der Linking Job unterstützt jedes verfügbare Werkzeug. Er kann jedoch nur Jobs mit ein und demselben Werkzeug verbinden. Die Frames können hierbei abweichen. Der Job kann 2D sowie auch 3D und 5-Fax-Zyklen verlinken. Das erfolgt auf Sicherheitsebene oder auf Sicherheitsabstand. Möchte ich alle Eingangbewegungen behalten oder den ersten und den letzten auslassen? Kollisionsgeprüft wird natürlich am Fräsbereich oder wenn ich möchte auch noch am Rohteil. Sind meine Jobs, die ich verlinken möchte, schon berechnet, so muss ich nur den Linking Job berechnen. Ich bestätige die Meldungen und schon werden mir die generierten Werkzeugbahnen ausgegeben. In der internen Maschinensimulation lässt sich am besten erkennen, was berechnet wurde. Wir starten die Simulation und positionieren unsere Ansicht so, dass wir alles gut erkennen können. Das 5-Ax helikale Bohren, direkt verbunden mit dem 3D-Schruppen auf beliebigem Roteil, sowie mit den zwei Schritten vom 3D-Ebenenschlichten. Das Werkzeug bleibt in der Nähe des Bauteils und vermeidet so unnötige Freifahrbewegungen die Zeit und Geld kosten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.